Vielen Dank, Karin Althaus und Nico Kirchberger, ja, für die Einladung, hier bei diesem Kolloquium zu sprechen. Ja, dann gehe ich einfach in medias res und ja, hoffe, da noch ein paar Aspekte von dem Umfeld, beziehungsweise ja, was eben die Folie ein bisschen zu August Seidel zu präsentieren. Jetzt werde ich mal meine Präsentation. So. Gut. In Seidel war die Tradition, die bis auf die großen Holländer Ruysdael und so weiter zurückgeht. Er liebte Constable und bewunderte die Meister von Barbizon, die er aber erst ziemlich spät in Paris kennengelernt hat. Und von all dem ist etwas in seiner Kunst. Liest man frühe Stellungnahmen zu August Seidel, wie diese anlässlich der Ausstellung in der Münchner Galerie Dr. Weitzinger 1914, findet man ein Potpourri von Referenzpunkten, die Seidels Schaffen charakterisieren und in einen größeren kunsthistorischen Kontext stellen. Diesen Referenzpunkten möchte ich heute nachgehen und werde dabei verschiedene Schauplätze der Entwicklung der Landschaftsmalerei schlaglichtartig beleuchten, die für seine Kunst und deren zeitweise Erfolge relevant waren. Dazu stelle ich wiederholt die Frage nach der Mobilität von Personen und Objekten, die einen visuellen und oder mündlichen Wissenstransfer möglich gemacht haben. Seidel begann seine künstlerische Ausbildung zu einer Zeit, als die Landschaftsmalerei in München nicht an der Akademie gelehrt wurde. 1826 war die Klasse für Landschaftsmalerei der Münchner Akademie, deren Professur Wilhelm von Kobell von 1814 an inne gehabt hatte, abgeschafft worden. Zeitgleich stieg die Marktnachfrage nach Landschafts- und Genrebildern exponentiell an. Und darüber haben wir auch schon einiges von Herrn Meissner gehört, was Seidel speziell betrifft. Junge Maler lernten in den Ateliers außerakademischer Meister, studierten intensiv die Natur, oft gemeinsam mit und unter Anleitung erfahrener Kollegen und suchten Rat und Inspiration bei den alten Meistern des Fachs aus den Niederlanden und Frankreich, die in der alten Pinakothek sowie anderen meist hofgebundenen Sammlungen zu sehen waren. Und hier ein Werk von Claude Lorrain, dem großen Meister des 17. Jahrhunderts, das sich eben in der Sammlung, königlichen Sammlung befand und auch heute noch in der alten Pinakothek zu sehen ist. Seidels Bewunderung für Lorrain findet in dieser Erinnerung an Claude Lorrain direkten Ausdruck. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Meissner bedanken, denn er hat mir viele, viele Abbildungen von Gemälden Seidels zukommen lassen und ja, die da kann ich jetzt eben auch zeigen. Im Anschluss an seine Zeit an der Akademie zwischen 1836 und 1838 wird allgemeinhin Karl Rottmann als wichtigstes Vorbild für Seidel angenommen. Es wird auch teilweise gesagt, dass er ein Schüler war von Rottmann, aber Rottmann scheint ja nicht wirklich Schüler per se gehabt zu haben. Deswegen sage ich jetzt mal, bleibe ich bei dem Vorbildcharakter. König Ludwig I. hatte Rottmann bereits früh gefördert und ihm 1826-27 eine Italienreise ermöglicht, die es ihm erlaubte, sein Motivrepertoire, das bis dahin aus heimischen Landschaften bestanden hatte, zu erweitern. Und hier zeige ich zwei ja, Italienlandschaften, die ja, im Anschluss dieser Reise entstanden sind. Nach seiner Rückkehr erteilte der König Rottmann den Auftrag zu einem Zyklus monumentaler italienischer Landschaften für die Arkaden des Münchner Hofgartens. Und hier ist eines dieser Werke von dem Italienzyklus Acqua Acetosa, das sich heute im Residenzmuseum in München befindet. Der 1833 mit 28 Wandbildern fertiggestellte, in Freskotechnik ausgeführte Zyklus gab der Verbundenheit Ludwigs I. mit Italien sichtbaren Ausdruck und hob die Landschaftsmalerei als Gattung auf die Höhe der Historienmalerei, der die übrigen Großaufträge des Königs galten. Die Landschaftsmalerei wurde somit zu Seidels Zeiten auch von offizieller Seite gefördert.
allerdings nur solange Orte von historischer oder mythologischer Relevanz und ideale Stimmung dargestellt wurden. Einige zeitgenössische Werke von Ludwigs ersten Privatsammlung waren im Schloss Schleißheim der Öffentlichkeit zugänglich. Bilderlisten sind nicht überliefert, aber im Führer von Wilhelm Füßli von 1841 sind folgende Bilder notiert. Diese zeigen die Sammlungsschwerpunkte Ludwigs I. vor seiner Abdankung im selben Jahr und geben einen Eindruck davon, was man dort zu Seidels Zeiten hätte sehen können oder hatte sehen können. Wilhelm Füßli schreibt, in 6 Sälen des Erdgeschosses hingen unter anderem die Münchenansichten Domenico Quaglios, Wilkes Testamentseröffnung, der Einzug König Ottos von Peter von Hess, Landschaften von Reinhard, Koch, Kartell, Achenbach und Schrellfaut, außerdem Josef Stielers Goethebildnis, die beiden Bilder von Overbeck, Landschaften von Wagenbauer, Dillis und Dorner sowie das lebensgroße Bildnis Ludwigs von Angelika Kaufmann. 1841 erwarb Ludwig I. die Sammlung Klenze, die mit südlichen, meist italienischen Landschaften, Architekturbildern und Historienbildern seinen privaten Vorlieben entsprach. In dieser Sammlung befand sich unter anderem diese ausgewogene Komposition, wo man Taormina im Bild Mittelgrund und hinten den sagenumwogenen Vulkan Ätna sehen kann. Die Wiege der Landschaftsmalerei war Italien gewesen, wo Motive, Proportionen und Farben von Claude Lorrain und Nicolas Poussin als Vorbilder für ideale Landschaftskompositionen verwandt worden waren. Die pittoresken Passagen der Campagna Romana mit ihren sagenumwobenen Seen, den Albaner Bergen und Ausblicken auf das weite Meer hatte seit dem 17. Jahrhundert viele Maler von nördlich der Alpen angezogen. Sie galt lange als einzig wahre Quelle der Inspiration für Landschaftsmaler. Und eine Reise nach Italien war bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts obligatorisch für jeden, der in diesem Genre Erfolg haben wollte. Künstler studierten die sanfthügeligen Panoramen und pittoresken Küstenabschnitte ebenso wie Bäume, Felsen oder Ruinen und fanden Anleitungen in Lehrbüchern wie dem Standardwerk Éléments de perspective pratique à l'usage des artistes, suivi de réflexions et conseils à un élève sur la peinture. Und so weiter, von Pierre de Valenciennes, erstmalig 1800 veröffentlicht. Ölstudien und Zeichnungen dienten als Repertoire für Landschaftsbilder, die in der Folge im Atelier komponiert wurden. Im 19. Jahrhundert waren das Café Greco im Zentrum von Rom und die Pensione Maturelli in Ariccia in der Campagna Romana Haupttreffpunkte für Künstler aus aller Herren Länder gewesen. Der Kunsthistoriker Peter Galassi bemerkte hinsichtlich der Situation in Rom in den 1820er, 30er und 40er Jahren. Finally, the outdoor painters possessed a community. Artistically, the community provided an atmosphere of mutual encouragement and competition and the security of a shared aesthetic. Practically, it provided an abundance of word-of-mouth advice on where to go and how to get there and what to paint. Durch Hörensagen erfuhr man auch von malerischen Orten, die nicht zum Kanon touristischer Highlights gehörten. Aber für Künstler von großem Interesse waren, die sich in der Folge französischer Maler wie Jean-Baptiste Camille Corot dem Paysage intime verschrieben hatten und unspektakuläre, stimmungsvolle Passagen der Landschaft zum Motiv wählten. Auch wenn der Austausch von Künstlern unterschiedlicher Kulturkreise teilweise durch sprachliche Barrieren seine natürlichen Grenzen hatte, gab es einen intensiven visuellen und intellektuellen Ideentransfer. Unter Künstlern, die auf den Spuren von Claude Lorrain und Nicolas Poussin nach Rom und in die römische Campagna reisten, um die reale, für bildwürdig empfundene Landschaft zu studieren. Während August Seidels Œuvre zum Großteil heimatlichen Motiven gewidmet ist, finden sich auch Italienbilder. Und da hatten wir schon früher gerade eben drüber gesprochen und da hatte Herr Meissner schon einige Italienbilder genannt. Zum Beispiel gibt es hier eine Ansicht von Venedig. Es gibt auch eben, wie Herr Meissner auch erwähnte, Ansichten von Palermo, Sorrent, Neapel, der römischen Campagna. Alles eben Orte, die er selbst nie besucht hatte.
Dazu gehört auch der Nemisee, den hatte Herr Meissner auch erwähnt und auch das eine Abbildung, die er mir hat zukommen lassen. Und hier habe ich das dann daneben gestellt, habe ich einen Stahlstich nach dem Fresko von Rottmann, um eben genau zu sehen, wie hier eben die Anlage und die Stimmung von dem Bild als Vorbild gedient hat für Seidels Werk. Neben Seidel malte auch Italien-inspirierte Capriccios mit Versatzstücken italienischer und bayerischer Landschaften, wie diese Abendlandschaft. Während mich die Erhebung am Horizont und das warme Abendlicht an Italien und im Besonderen an die Halbinsel Circeo südlich von Rom denken lassen und es hier für verschiedene Vorbilder von Italienrückkehrern in Münchner Künstlerkreisen zu nennen gäbe, wies mich Herr Meissner auf Schloss und Viadukt am Starnberger See als mögliche Paten für die Architektur hin. Und hier einfach ein Beispiel von Eduard Schleich dem Älteren, der hier eben Schloss und Viadukt von Starnberg darstellt. Für Seidel ist ein Italienbesuch zu Beginn seiner Karriere belegt. 1845 war er gemeinsam mit dem Maler Friedrich Wolz über Tirol an den Gardasee und weiter nach Verona gereist. Nach seiner Rückkehr produzierte er zahlreiche Gemälde mit Motiven dieser Reise. Nicht zuletzt wegen der Italophilie Ludwigs I. war München zu dieser Zeit ein bedeutender Absatzmarkt für italienische Landschaften und so bescherten Seidel diese Bilder den erhofften Erfolg. Ungefähr 20 Jahre später, in den 1870er und 80er Jahren, ist erneut ein großes Interesse an südlichen Landschaften zu verzeichnen. Und so treten auch bei Seidel wieder vermehrt italienische Motive aus. Das hatten wir jetzt auch schon in Hinsicht auf die Kunstmarktentwicklung gehört. Für diese Gemälde orientierte er sich an Werken des Altmeisters Claude Lorrain und nahm, wie soeben exemplarisch ausgeführt, Gemälde zeitgenössischer Italienrückkehr wie Karl Rottmann und Albert Zimmermann sowie Druckgrafik zum Vorbild. Inwieweit auch Fotografien zum Einsatz kamen, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts einigen Künstlern als Vorlagen dienten, kann ich leider nicht sagen. Warum Seidel in jungen Jahren keine ausgedehnte Reise in den sagenumwobenen Süden unternahm, wird mehrere Gründe gehabt haben. Zum einen war eine solche Reise kostspielig und bedeutete Strapazen, die nicht jeder auf sich nehmen konnte und oder wollte. Zum anderen begann sich Seidel gerade in der Zeit, um seine Italienreise 1845 auf dem Münchner Kunstmarkt und darüber hinaus zu etablieren, sodass er vielleicht nicht riskieren wollte, für mehrere Monate nicht vor Ort zu sein. Darüber hinaus liegt er mit seinem Entschluss gegen eine klassische Italienreise auch im Trend der Zeit. Denn spätestens mit den um 1830 aktiven Malern von Barbizon zeigte sich ein Richtungswechsel in der Landschaftsmalerei hin zu der Konzentration auf heimatliche Gefilde als Motivquellen. Wie soeben ausgeführt, war das Freilichtstudium traditionell in Italien verankert gewesen und wurde als solches auch französischen, der Akademie angehörigen Malern praktiziert. Vorbereitet durch diese innerakademische Praxis und inspiriert von Gemälden John Constables und anderer englischer Maler, die, wie der Heuwagen, 1824 im Pariser Salon zu sehen waren, zog es immer mehr Landschaftsmaler in den Wald von Fontainebleau bei Barbizon, um vor Ort die Natur zu malen, sowie Studien ungeschönter Landschaftspassagen für Ateliergemälde zu fertigen. Die Gemälde wurden teils unter freiem Himmel skizziert und im Atelier vollendet. Die Maler verband die Sehnsucht nach einem als ursprünglich empfundenen Leben abseits der großstädtischen Zivilisation. Sie widmeten sich Szenen des Landlebens und einfachen Landschaftsdarstellern. Es etablierten sich zwei Hauptströmungen. Die eine war Gustave Courbet und den sozialkritischen Vorstellungen Proudhons verpflichtet. Die andere Richtung folgte dem Stimmungsrealismus von Corot, der an die mit Lorrain begründete klassische Landschaftsmalerei anknüpfte. Corot war auch eine Schlüsselfigur in der Entwicklung der neuen Untergattung des Landschaftsgenres der Paysage intime gewesen. In Werken dieser Tendenz wird das Verhältnis hinsichtlich der frühromantischen Auffassung des Erdlebenbildes umgekehrt und ich zitiere Ebert Rumer: Nicht die Stimmung des Gemütslebens wird auf die Landschaft projiziert, sondern die Darstellung der in der Landschaft gegebenen Stimmung des Naturlebens. Die unmittelbare und gleichzeitig intellektuelle und emotionale Auseinandersetzung des Künstlers mit einem realen, abgeschiedenen Ort führt zu harmonischen Ergebnissen.
Neben Corot und Courbet waren die oft in dunklem, tonigen Kolorit gehaltenen Werke von Charles-François d'Aubigny und Théodore Rousseau, melancholisch anmutende Szenen des Landlebens von Jean-François Millet sowie die oft romantische Stimmungstendenzen wiedergebenden Bilder von Jules Dupré und Narciso Virgilio Diaz de la Peña richtungsweisend. Wichtige historische Vorbilder für die Barbizon-Künstler waren niederländische Meister des 17. Jahrhunderts gewesen, insbesondere Salomon von Rausdal, Jacob von Rausdal und Meindert Hobbema. Ab den 1850er Jahren kann sich die Schule von Barbizon auch im akademisch geprägten Milieu etablieren. Jean-François Millet wird beispielsweise Jurymitglied des Salons und erhält für sein Werk den französischen Verdienstorden. Die Malerkolonie hatte bis etwa 1870 Bestand. In zeitgenössischen Kritiken und biografischen Betrachtungen August Seidels wird auf diese progressiven französischen Künstler und Tendenzen sowie ihre englischen und historischen niederländischen Vorbilder wiederholt Bezug genommen, wie von Franz Wolter anlässlich der bereits genannten Ausstellung von 1914. Und ich zitiere, eine düstere, melancholische, fast unheimliche Stimmungsgewalt zieht fast durch alle seine Landschaften. Und die heitere, sonnige Freudigkeit eines Rottmann, dessen Schüler Seidel war, kommt nur in seltenen Momenten zum Ausdruck. Bei Rausdal, Rembrandt hat er sich Rat geholt. Und das warm-goldige Braun seiner Bilder verdankt er letzterem. Man denkt an Constable, Diaz, Courbet. Hier einige, die alten Niederländer hatte Seidel, wie bereits Schüler der Münchner Akademie zu Zeiten der Landschaftsklasse, in der alten Pinakothek und anderen Münchner Sammlungen studieren können. Hier einige Beispiele der beiden Rausdals, die sich zu Seidels Lebzeiten in hofgebundenen Sammlungen befanden. Und hier ein kleines Gemälde Seidels, das laut Lothar Meilinger im Rahmen eines Rausdal-Imitationswettbewerbs mit den Brüdern Zimmermann entstanden sein soll. Eine Anekdote, auf die mich auch Herr Meissner hingewiesen hat. Wie im Eingangszitat erwähnt, ist von Seidel überliefert, dass er Constable liebte und die Meister von Barbizon bewundert. Georg Puzo geht in seiner Betrachtung von 1964 so weit zu schreiben, viele Ölgemälde Seidels scheinen Constable beeinflusst zu sein. Das trug ihm auch später die ehrenvolle Bezeichnung der bayerische Constable ein. Endzitat. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Seidel früher als gegen Ende seiner Karriere Reproduktionen und oder Originale des englischen Meisters gesehen hat. Dennoch gibt es durchaus Werke wie diesen Entenweiher, die an Constables Interpretationen seiner englischen Heimat erinnern. Technik, Stimmung und Ansatz des Malers können Seidel auch durch Münchner Künstler vermittelt worden sein, die sich direkt mit Werken Constables beschäftigt hatten, wie beispielsweise Eduard Schleich der Ältere, auf den ich noch näher zu sprechen kommen werde. Ähnliches gilt für den Ursprung von Parallelen von Seidels Werken und denen der Barbizon-Maler, auf die von verschiedenen Kunsthistorikern und Kritikern hingewiesen wird. So beschreibt beispielsweise der Kunstkritiker der Münchner Neuesten Nachrichten, Willi Burger, anlässlich der bereits zitierten Ausstellung von 1914, Seidels Bernrieder Weiher als einem der besten d'Aubigny nichts nachgebend, in der feinsten Nuancierung. Es stellt sich auch hier die Frage, wie und wann Seidel mit dem Schaffen der Barbizon-Künstler in Berührung gekommen sein kann und was nachträglich von ihm wohlgesinnten Kunsthistorikern und Kritikern hinzugedichtet wurde. Während vereinzelt Werke französischer Landschaftsmaler im Münchner Kunstverein zu sehen waren, bringt erst die internationale Kunstausstellung im Glaspalast in München 1869 eine offizielle Würdigung der Barbizonier in Deutschland. In dieser Überblicksschau zeitgenössischer Kunst nahmen die Franzosen insgesamt einen breiten Raum ein. Sabine Hansky spezifiziert in ihrem Aufsatz zur französischen Malerei in der zeitgenössischen Pressekritik um 1869, dass allein Künstler aus Paris mit 225 Malern und 374 Gemälden vertreten waren. Zu den ausgestellten Meistern gehörten Corot, Rousseau, Diaz de la Peña, d'Aubigny, Descamps, Dupré, Arpigny, Troyon, Courbet und Millet, jeweils mit 1 bis 5 Werken. Corot und Courbet erhielten die höchsten offiziellen Auszeichnungen, wobei letzterer seinen Preis persönlich von Ludwig II. In Empfang nahm.
Ganz neu waren die gezeigten Positionen für progressive Münchner Künstler allerdings nicht, denn man hatte bereits durch Kollegen, die Paris besucht hatten, und vereinzelte Pressemitteilungen und Artikel von den Neuerungen der französischen Maler erfahren. Eduard Schleich der Ältere, Karl Spitzweg und Karl Ebert waren im Sommer 1851 für gut 2 Wochen in Paris gewesen, wo sie sich sowohl den alten Meistern als auch zeitgenössischen Positionen gewidmet hatten. Spitzweg und Schleich waren anschließend von Calais aus nach England übersetzt, wo sie unter anderem die erste Weltausstellung in London besuchten. Sie kehrten Anfang September über Ostende, Brüssel, Antwerpen und Frankfurt nach München zurück. John Constable und die Maler von Barbizon hinterließen vor allem bei Schleich einen nachhaltigen Eindruck und seine Gemälde waren fortan von dem Beispiel dieser Maler geprägt. Er wurde zu einem der wesentlichen und ersten Verfechter der Münchner Stimmungslandschaft, den vornehmlich die malerischen Reize eines scheinbar willkürlich gewählten Naturausschnitts interessierten. Sein Einfluss im Münchner Kunstmilieu wuchs stetig. 1858 wurde ihm die Leitung der Jury der Münchner Kunstausstellungen übertragen. Es ist nicht zuletzt ihm zu verdanken, dass 1869 eine derart große Anzahl französischer Künstler bei der ersten internationalen Kunstausstellung im Glaspalast zu sehen waren. Eine weitere direkte Quelle war Anton Teichlein, der in den 1850er Jahren längere Zeit in Paris und Umgebung gewesen war und Werke französischer Maler mit nach München gebracht hatte. Er war auch der Verfasser des Artikels Théodore Rousseau und der Paysage Intime, der 1868 in der Zeitschrift für bildende Kunst erschien. 1871 wurde Teichlein Konservator an der Gemäldegalerie in der Schlossanlage Schleißheim und es ist anzunehmen, dass sich seine frankophile Ausrichtung auch in seiner Arbeit widerspiegelte. Von August Einen Moment noch. Unter den Barbizon-Malen waren für Teichlein Rousseau und Dupré von besonderem Interesse. Na, da habe ich eins vergessen. Dies galt auch für Adolf Lier, der 1861 und 1864 in Paris gewesen war und teilweise direkt bei Dupré gelernt hatte. Von August Seidel wird berichtet, dass er 1863 eine erste Paris-Reise unternommen hatte. Es war das Jahr des ersten Salon des Refusés, der auch die Initiative von Napoleon III. Zustande gekommen war. Nachdem die Jury des prestigeträchtigen Pariser Salon aufgrund ihrer Auswahlmethoden in die Kritik geraten war. Diese Gegenausstellung zum offiziellen Salon war ein Meilenstein für die Entwicklung der modernen Malerei gewesen. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass sich Seidel genau zu diesem Zeitpunkt in der französischen Hauptstadt aufhielt und die Ausstellung gesehen hatte. Gegen eine direkte Auseinandersetzung mit zeitgenössischen französischen Landschaftsmalern zu diesem Zeitpunkt spricht auch, dass kein sichtbarer Schnitt in seiner künstlerischen Produktion im Anschluss an diese Reise bemerkbar ist. Das hatte auch schon Herr Meissner vorher angedeutet. Wie mir Herr Meissner berichtete, ist eine gemeinsam mit Seidels Bruder Franz durchgeführte circa 2-wöchige Reise nach Paris 1871 durch ein Skizzenbuch von Franz belegt. Hier sind unter anderem Besuche bei zeitgenössischen Kunstgalerien, Vergoldern vermerkt, in deren Schaufenstern bekanntlich Werke der Barbizonier zu sehen waren. Zu bedenken ist, dass zu diesem Zeitpunkt der stimmungsvolle Realismus dieser Maler bereits zum Kanon geworden war und sich Paris mit Manet und den Impressionisten bereits auf der Schwelle zum nächsten Schritt der Kunstentwicklung befand. Der Paris-Besuch mit seinem Bruder war einem steigenden Interesse an den Malern von Barbizon geschuldet, deren Kunst die Seidels spätestens 1869 auf der Ausstellung im Kunstpalast gesehen hatten. Eine tradierte Kenntnis ihrer Ideale und Technik ist aber bereits früher wahrscheinlich wie wahrscheinlich. Wie viele Münchner Landschaftsmaler scheint Eduard Schleich eine wichtige Katalysatorfigur für Seidel gewesen zu sein. Und hier sieht man eben 2 Bilder, eins von Schleich und eins von Seidel, die eine gewisse Nähe zeigen. Schleichs Werke waren weit über München hinaus bekannt
und bei vielen Münchner Ausstellungen zu sehen. Direkte Berührungspunkte ergeben sich darüber hinaus durch das aktive Mitwirken beider Künstler im Kunstverein. Schleich wurde 1850 nach langjähriger Mitgliedschaft in dessen Vorstand und Seidel 1852-53 in den Verwaltungsausschuss gewählt. Beide Maler waren eng mit Friedrich Wolz befreundet und darüber hinaus war eine physische Nähe der Ateliers in der Blumenstraße in der Nähe des Viktualienmarkts gegeben, worauf mich auch Herr Meißner freundlicherweise hingewiesen hatte. Sich Schleich zum Vorbild zu nehmen, war auch aus wirtschaftlicher Sicht von Vorteil, denn seine Kunst wurde in bedeutenden Sammlerkreisen wie auch am Hof geschätzt. Mit der Amtsabtretung an seinen Sohn Maximilian 1841 tätigte Ludwig I. vermehrt Ankäufe im Bereich der Münchner Stimmungslandschaft, allen voran von Schleich und Zimmermann. Mit den Brüdern Zimmermann war Seidel seit den 1840er Jahren bekannt und scheint sich der Freilichtschule um Albert, den ältesten der vier Brüder, angeschlossen zu haben, die in der Gegend von Polling und Eberfingen plenär arbeitete. Zimmermann war 1831 von Dresden in die bayerische Landeshauptstadt gekommen und hatte die Münchner Künstlerkreise mit einer für den Norden typischen, der ausklingenden Romantik verpflichteten Landschaftsmalerei bereichert. Die wachsende Nachfrage kaufkräftiger, privater und hofgebundener Sammler in München zog in den 1830er und 1840er Jahren verschiedene Maler aus dem Norden an, die sich vor allem der Darstellung des Naturgeschehens verschrieben hatten. Die idyllischen Darstellungen einer von Sonnenlicht durchfluchteten Münchner Landschaft setzten Maler aus dem Norden einer zur Dramatik neigenden Dynamik entgegen und zeigten oft Passagen bei aufziehendem Gewitter, Nebel oder zerrissenem Wolkenhimmel. Und hier ein Beispiel von Morgenstern und eines von Fernley aus dem Lehnbachhaus. Bedeutende Impulsgeber waren vor allem der Hamburger Christian Morgenstern und der Norweger Thomas Fernley, die das Kunstzentrum um eine weitere Facette der nicht-akademischen Landschaftsmalerei bereicherten, die auch Seidel für sich entdeckte. Und hier ein weiteres Beispiel von Seidel, wo man das festmachen kann. Die Werke von August Seidel sprechen für ein breites Interesse an historischen und zeitgenössischen Kunstströmungen, die die Münchner Kunstlandschaft durch direkten und indirekten Kontakt mit Malern, Werken und Reproduktionen im 19. Jahrhundert bot. Er schulte Auge und Hand an Werken von Dullerin und den niederländischen Landschaftsmalern des 17. Jahrhunderts. Darüber hinaus nahm er Anregungen von Kollegen auf, die an der Dresden Akademie gelernt hatten und oder mit Werken progressiver Künstler in Frankreich und England in Kontakt gekommen waren. Dies geschah dahingehend zeitversetzt, als dass die Neuerungen bereits mehr oder weniger zum Kanon geworden waren, als sie in Seidels Œuvre Eingang fanden. Seidel orientierte sich an etablierten, von dem konservativen Münchner Kunstgeschmack akzeptierten Vorbildern und scheint ab den 1870er Jahren wenig Innovatives in sein Schaffen aufzunehmen. Dies wird unter anderem dadurch deutlich, dass er die Barbizonier für sich entdeckte, während in München bereits Leibl und sein Kreis Erfolge feierten, deren Neuerungen sich in Seidels Werk nicht widerspiegeln. Die Kunstgeschichte feiert allgemeinhin Ausnahmekünstler, die mit ihrem Schaffen neue Horizonte eröffnen. Doch bietet das 19. Jahrhundert darüber hinaus eine große Anzahl von Künstlern, die versuchen, die Kunst zu meistern, von ihrer Kunst leben zu können. Seidel ist hierfür ein gutes Beispiel. An seinem Leben und Werk lassen sich Kanäle des Wissentransfers neuer und datierter Tendenzen aufzeigen, die für das Kunstschaffen vieler Maler von Bedeutung waren. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Annika Ronnewald-Schmidt. Genau, du bist auch wieder im Bild. Darf ich zuerst gleich selbst eine Frage stellen oder gibt es ganz dringende Fragen aus dem Publikum? Sehe ich gar nichts. Vielleicht an dich und Herrn Meißner. Mir ist gerade aufgefallen anhand deiner Schilderung, dass diese Idee von Lehrer und Schüler im Bereich der Landschaftsmalerei im 19. Jahrhundert irgendwie nicht funktioniert. Du hast ja schon kurz erwähnt, dass du nicht glaubst, dass Rottmann ein klassischer Lehrer für Seidel war. Es gab keine Möglichkeit, an der Akademie zu studieren. Schleich und Spitzweg haben sich eigentlich letztendlich selber unterrichtet in ihrer Landschaftsmalerei. Und du hast auch ganz oft die Begriffe
Vorbildhaftigkeit, Impulsgeber, Einflüsse von Künstlern und Kunstströmungen und Kunstrichtungen, die eben quasi nicht im klassischen Lehrer-Schüler-Verhältnis stehen. Wie schätzt du überhaupt Landschaftsmalerei im 19. Jahrhundert im Hinblick auf dieses Ausbildungsverhältnis ein? Haben die sich einfach geholt, was sie brauchen? Also ich denke, dass man eben schon viel einfach bei erfolgreichen Kollegen, älteren Kollegen geschaut hat, was machen die, wie machen sie es, sei es auf technischem, kompositorischem Hintergrund. Und man hat viel auch mit Gleichaltrigen also ausprobiert, würde ich sagen. Also das wenn man nach Italien geht und guckt, die vielen Künstler, die dort zusammengekommen sind, man schaute sich über die Schulter. Es gibt Zeichnungen, satirische von, dass da irgendwie eine ganz große Gruppe von Künstlern draußen saß mit ihren Schirmchen, und da hat man sich natürlich über die Schulter geschaut und auch mal über die verschiedenen Techniken gesprochen. Also ich denke, auch wenn eben viele Landschaftsmaler international einen Teil ihrer Ausbildung sozusagen an einer Akademie, wie ja auch Seidel, absolviert haben, ist immer die Frage, was wurde an der Akademie gelehrt? War das eher humanistischer Hintergrund, war das eher wirklich das Handwerkliche zu bestimmten Zeiten. Aber ich denke, dass gerade im Bereich der Landschaftsmalerei eben viel abschauen, sich austauschen und eben gerade mit den Kunstvereinsausstellungen oder mit den immer zahlenmäßig wachsenden Ausstellungen überall, man da sich viel einfach abschaute, kopierte und dann aus diesen verschiedenen Richtungen dann seinen eigenen Stil, sein eigenes Profil formte. Herr Meissner, wie sehen Sie das? Ja, ich kann da voll und ganz zustimmen. Ich gehe nicht davon aus, dass Karl Rottmann ein eigentliches Lehrerverhältnis zu August Seidel hatte. Das ist auch durch nichts belegbar, und sowohl die Zeitgenossen als auch die neuere Forschung sagt, dass Rottmann keine Schüler im eigentlichen Sinne hatte. Und darüber hinaus hat August Seidel eben diese Lücke, die durch einen Lehrer oder eine überragende Künstlerpersönlichkeit, die sozusagen gefehlt hat, diese Lücke hat er durch die Überlieferung gefüllt. Also es sieht ja zum Teil wirklich so aus, als wäre Reusdahl der Lehrer von August Seidel gewesen. Und man darf da wirklich die Münchner Galerien mit ihrem Bilderschatz und auch die sichtbaren Werke von Rottmann nicht unterschätzen. Und August Seidels Rottmann-Rezeption findet weniger zu Rottmanns Lebzeiten statt. Da auch, aber moderat. Sie explodiert gewissermaßen 1853, als der Griechenland-Zyklus von Rottmann in der Pinakothek aufgestellt wird. Ab dem Zeitpunkt tauchen die Rottmann-Kompositionen regelmäßig in August Seidels Bildern auf. Also das ist schon ein ganz wichtiger Punkt gewesen, das, was in München sichtbar war von anderen Künstlern, und auch das gegenseitige sich über die Schulter blicken und die Kunstvereinsausstellungen. Ja. Dankeschön. Gibt es Fragen von den anderen Panelisten oder Panelistinnen? Nennt sich hier so bei Zoom. Gar nichts? Also ich hätte tatsächlich noch... Herr Meissner, Sie haben jetzt Fragen leider. Ja, bei mir ist leider zweimal die Internetverbindung zusammengebrochen während des Vortrags. Deswegen wollte ich da noch mal ganz kurz nachfragen an der Stelle, als es um Karl Rottmann ging, war bei mir, glaube ich, gerade alles ausgefallen. Ich habe noch den Nemisee gesehen und danach war alles weg. Kam da noch was zu weiteren Vorbildern für die südlichen Landschaften? Ich hatte dann nur noch einen Moment.
Ich hatte dieses Capriccio von sozusagen das Starnberger Schloss mit dem Viadukt und das genau, Viadukt das hatte ich dann auch. Ja, ja genau. Ah, da wunderbar. Hatten Sie, da hatte ich ja. Sie dann auch, ich weiß nicht, ob Sie das haben Sie wahrscheinlich nicht gehört, hatte ich Sie auch zitiert, dass Sie eben mir dieses also das Starnberger Schloss und Viadukt da sozusagen als Vorbild für dieses Capriccio mich darauf hingewiesen hatten. Und genau, das habe ich eben dann nebeneinander gestellt mit dem Nemisee. Mit Schleichs Starnberger See, um da eben zu zeigen, wie das eben vor Ort aussah. Und und ich denke eben, diese italienischen Landschaften waren eben, konnte man ganz gut verkaufen und so. Ich hatte erst überlegt, wo kann das sein, aber stellte sich heraus, dass es ja eben wohl ein Capriccio und nicht ein wirklicher Ort, Ort war. Genau. Aber was schon, Entschuldigung, Herr Meißner. Nein, ich habe nur versehentlich meine Zustimmung nochmal ausgedrückt. Ich schalte mich wieder auf stumm, das ist alles beantwortet. Vielen Dank. Aber doch noch die Frage zurück, das hat mich ziemlich beeindruckt, diese Geschichte, dass Seidel italienische Landschaften gemalt hat, die er nicht gesehen hat, sondern nur nach Vorbildern und auch nicht als Capriccio gemeint, sondern wirklich als Ansichten. Also du hast den Nemisee gezeigt von Rottmann und quasi einen Stich danach. Und das war ja offensichtlich die Grundlage für ein Gemälde von Seidel. Also ich hatte jetzt das wirft so ein bisschen die Idee, dass Landschaftsmalerei unterwegs vor der Natur, bla bla, dieses Ideal, das immer wieder formuliert wird, das wirft es ziemlich über den Haufen, würde ich mal sagen. Ich denke, also über den Haufen, ich meine, er hat die Landschaft studiert, aber eben nicht die Ansichten sozusagen. Und ich denke, da ist es einfach wirklich auch nochmal zu betonen, dass er ja, also wie gesagt, ein Künstler war, der auch, der natürlich nicht wie ein Bohemian gesagt hat, mir ist alles egal, sondern auch darauf angewiesen war und wollte, dass seine Kunst gekauft wird. Und deswegen guckte man natürlich, was gibt es, was ist in der Zeit. Also ich denke, dass das viele Künstler natürlich gemacht haben. Wo habe ich Vorlagen? Wer ist, was passt in meine Kunstvorstellungen, aber auch in sozusagen die Sammlernachfrage. Und hat er eben, also dieser Stahlstich, den habe ich jetzt nur, also diesen kolorierten Stahlstich in Ermangelung eines Bildes von dem Rottmann Nemisee aus dem Freskenzyklus daneben gestellt. Aber er wird diesen Freskenzyklus hat er eben kopiert und sich daraus eben dann auch solche Stimmungen, italienische Stimmungen zusammen mit, was er eben selber am Gardasee erlebt hat und so weiter, da dann raus seine Kompositionen, die ja doch halt eher wie dann auf Laurens ideale Landschaftskompositionen, klassische Landschaftskompositionen aufgebaut waren und eben denke ich, einfach stark daraufhin ausgelegt waren, dass es eben dort einen Markt gab. Und dann hat er da dafür dann auch diesem sozusagen seine Bildbeispiele hinzugefügt.